Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute machen wir endlich zusammen das komplette Display Collector Booster auf. Ich bin super gespannt. Ich würde sagen, alles oder nichts. Ich bin wirklich gespannt. Könnte eine heftige Ausbeute werden, könnte das komplette Gegenteil werden. Ich bin gespannt. Wir gönnen uns auf jeden Fall richtig. Und ich habe natürlich noch eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Ich dachte mir, nicht alle mögen die Collector Booster. Die sind ja wirklich teurer. Vielleicht habt ihr ja Lust auf die regulären Booster. Heute im Giveaway gibt es 3x50 € als Gutschein für den Games Island Shop. Dann könnt ihr euch das quasi selber aussuchen oder habt einen kleinen Bonus für eure Bestellung. Dachte ich, das wäre auch mal ganz cool. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer über die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was hier das Display alles zu bieten hat. Viel Spaß! Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. 12 Collector Booster insgesamt. Ich glaube, alles oder nichts hat es leider ganz gut beschrieben. Huh, schauen wir mal. Leute, auf eine gute Runde, würde ich sagen. Jetzt mal kurz gucken. Gut, sind so rumsortiert. Ich versuche nicht allzu viel zu flashen. Schauen wir mal. Leute, erstmal die Foil-Kammkarten. Das ist ja nicht ganz so heftig. Die Uncommons. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, nach dem Standardland geht es so richtig los. Glimpse of Tomorrow. Monorot, also als einfarbige Karte, wirklich eine meiner Favorite Commander-Karten in der Edition, falls ihr mein passendes Video dazu gesehen habt. Nette Karte, aber das geht sowas von besser. Mal gucken. Okay. Imperial Recruiter. Das ist doch mal ein geschmeidiger Anfang. Das ist wirklich ein Klassiker. Cooler Reprint, muss ich sagen. Oh ja, freue ich mich. Oh, eine kleine Fee ist mit dabei. Oh ja. Oh, die alten Foils. Mag ich persönlich ja super gerne. Sehr schön. Oh, der Headliner. Das ist eine starke Limited-Karte. Aber darum geht es ja nicht. Talisman. Oh, geht immer für ein Commander-Deck. Ach, du bist auch am Start. Oh. Ein Eisfang. Das ist aber hübsch in der Variante. Leute. Ja, ich muss mir heute immer einen Moment die Karten auf jeden Fall anschauen. Sehr schön. Oh ja, du bist eine meiner Lieblings-Limited-Karten hier. Bin ich wirklich Fan von der Karte, aber jetzt nicht super krass. Passend, der Voll-Clue-Token, aber schönes Booster zum Start. So an sich. Oh ja, wirklich schön. Leute, wir machen am Ende. Ja, sowieso eine Ausbeute. Recruiter. Ah, Recruiter war auf jeden Fall gut. Netter Start. Das Warm-up, würde ich mal sagen. Leute, wie viele Fetch-Länder finden wir heute eigentlich? Ich meine, die kommen wahrscheinlich erst hier ganz am Ende, ne? Ich habe das ja vorsortiert, ne? Die guten Karten kommen wie immer zum Schluss. Gucken wir mal. Ein kleiner Dino zum Start. Okay. Die Mine. Der Ritter. Ja. Das geht immer besser. Root Waller. Die rote Variante ist auch ein Klassiker. Also die grüne Variante. Coole Madness-Kreatur. Richtig gut. So, das Standardland. Leute, was haben wir gefunden? Den Löwen, den LED-Löwen. Quasi. Nett. Nett. Ah, da geht noch was. Ein Flair. Ja. Oh ja, Sentinel. Oh, das ist auch eine echt gute Karte, finde ich. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal in den Unboxings, aber natürlich noch nicht in der Variante. Nehmen wir. Sehr gute Karte. Nochmal der Mineneinsturz. Ja, fürs Limited. Sinkhole. Das rote Sinkhole, nicht das schwarze. Leider. Eine Disc in Foil. Das ist auch wirklich ein Klassiker. Oh, das Kavu. Oldschool Foil dahinter. Kavus mag ich super gerne. Aber ja, da muss ich sagen, mit dem Recruiter, da hat mir das erste Booster schon ein bisschen besser gefallen. Wobei hier die Variante vom Sentinel, oh, schon nett. Nett. Ich würde sagen, wir bleiben bei nett. Booster Nummer 3, Leute. Der Bird Token. Vorsichtig. So, los geht es mit dem neuen Mühe-Enforcer. Die etwas bessere Salamander-Variante, sage ich mal. Auch eine nette Limited-Karte. Oh, der Starfish. Richtig gut. Der Wal. Ein kleiner Gobbo. Ja, Eichhörnchen gehen immer. So, jetzt wird es interessant. Wir haben den Talisman. Habe ich auch schon drüber geredet. Ist auf jeden Fall eine gut spielbare Commander-Karte. Ich bin halt nicht der größte Fan. Ist halt nur ein weiteres Mana-produzierendes Artefakt. Ist aber in Ordnung an der Stelle. Na, mal gucken. Komm. Oh, dich haben wir auch schon öfters gesehen.
Mit dem ETB zerstör ein Nicht-Standardland. Ist eine nette Karte, ist auf jeden Fall eine nette Karte, aber so viele von den Drachen brauche ich nicht. Ja, lieber noch ein paar Fetchländer. Mal gucken. Oh, schön, Leute. So schön. Wirklich schön. Das haben sie wirklich gut gemacht, finde ich. Die alten Foil-Karten zurückholen. Den Biddingen Foil. Oh, das ist auch Etched Foil. Ich sehe das manchmal nicht so ganz. Sofort hinter der Kamera. Ja, du bist Etched Foil. Ich liebe ja Tribal Decks, Leute. Bestimme einen Kreaturentypen, wobei jeder Spieler bestimmt das. Aber wenn jetzt nicht alle Leute ein Tribal Deck spielen, ist das halt wirklich eine gute Karte. Und dann beleb halt alle Kreaturen des gewählten Types wieder. Nehmen wir eine Moderation in Foil. Auch nett spielbar im Commander-Format mit dem Food-Token. Ja, oh, das Bidding hat es auf jeden Fall besser gemacht. Das ist ein Klassiker für mich. Schöne Karte. Nettes drittes Booster. Booster Nummer 4. Leute, Timeless Witness als Token. Mal gucken. So, die Kammkarten. Ja, ich glaube, da sind jetzt wirklich nicht so die super, super krassen Karten mit dabei. Aber ich gehe einzeln durch, dann sieht man nicht, was hinten kommt. So, die Ebene. Jetzt wird's spannend. Oh, die sind schön. Oh, die sind schön. Habe ich jetzt auch noch nicht in live gesehen. Die Full Art oder Extended Art, wie man es jetzt nennen möchte. Fetchland. Ah, das ist auch noch genau meine Farbkombo. Wunderschön für ein Commander-Deck. Oh, da freue ich mich gerade. Ich habe natürlich meine Fetchländer schon zusammen in der Sammlung, aber nicht diese Variante. Und oh, schön. Leute, davon gerne mehr. Narvest. Oh, Priest. Geht immer. Nette Playable. Ja, aber mit dem Fetchland kann hier noch gar nichts mithalten. Der Eichhörnchenlord. Ziemlich gut. Oh, Gears Will. Auch ziemlich nice. Oh, in der alten Variante. Schöne Karte. Da kann ich was mit anfangen. Und der Necrogolf. Der Necrogolf. Gar nicht mal schlecht. Hatte ich im Pre-Release. Wirklich, dann eine sehr gute Karte. Ziemlich cool mit Madness. Geil. Richtig cool. Boah, das war aber jetzt hier. Nettes Booster, Leute. Nettes Booster. Das war wirklich mein Booster. Mit dem Golf am Ende. Catacombs. Boah, Eichhörnchenlord. Und Gears Will. Boah, viertes Booster. Bisher auf jeden Fall mein Favorit. Gucken wir mal. Booster Nummer 5. Oh, eine Krabbe. Die gute Krabbe. Na, der Salamander Mühenforcer. Okay. Ah, der Starfish. Den sehe ich so oft. Enforcer. Gnomes. Wo ist das Land? Ein Sumpf. Was haben wir dahinter? Komm. Sanctum Weaver. Oh ja, für meinen Enchantress Deck. Nicht die stärkste Karte der Edition. Aber die nehme ich. Ein Imp. Leute, haben wir das Playset Ragavan zusammen in wirklich allen Varianten? Lasst mich kurz überlegen. Kann ich gar nicht glauben. Unfassbar. Also richtig gut an der Stelle natürlich. Ich hatte einen regulären Ragavan, dann den Foil-Promo-Ragavan im Pre-Release-Set. Nee, wir hatten einen Foil-Ragavan, den Promo-Ragavan. Genau, dann der reguläre Ragavan und jetzt hier mit dem alternativen Artwork, der vierte Ragavan. Ich hab's schon kommen sehen. Richtig gut. Leute, ein Harvest. Kommt da noch. Was ist das denn für ein Buch? Was? Ey, zum Glück lasse ich hier immer die Kamera mitlaufen. Sowas glaubt man mir doch sonst nicht. Leute, Foil Force of Negation. Saftig. Foil Marshflats. Und ein Ragavan in einem Booster. Ich dachte, die guten Booster kommen am Ende. Ja, Leute, ich glaube, an der Stelle, ja, können wir eigentlich aufhören, ne? Die Ausbeute von heute, bitteschön. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, Leute. Ich gebe mir Mühe, aber, ja, Force, Marshflats, Ragavan. Was war denn das? Yo! Unnormal. Weiter geht's. Leute, habe ich schon erwähnt, dass ich mich immer über einen Daumen freue? Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, zu heftig. Leute, Daumen, Abo, macht wie ihr meint. Leute, macht wie ihr meint. Ich mache hier weiter, der Forest. Und? Ah, okay, Belief. Ja, wir wollen es jetzt nicht direkt übertreiben hier an der Stelle. Na, so ein bisschen übertrieben habe ich jetzt schon mit Booster Nummer 5. Oh, Golgari Planeswalker, wunderbar. Ja, super für meine Sammlung. Da freue ich mich. Oh, da freue ich mich wirklich. Richtig, richtig gut.
Ja, Leute, ich glaube, wir sind wirklich fertig. Leute, ich glaube, wir sind fertig für heute. King of the Pride. Oh, fürs Katzendeck in Foil. Da freue ich mich auch. Sehr schön. Oh, Chatterfang. Geil. Cable. Okay, es geht doch noch weiter. Leute, wir haben die Cable Coffers noch gefunden. Super Promo, super Foil explodiert in allen Versionen. Ne, ihr kennt das Spiel. Chatterfang. Ah, direkt den passenden Commander gefunden noch. Nett. Also hier Cable Coffers auf jeden Fall. Die Karte des Boosters, aber da freue ich mich, Leute. Das war ja mal mein Booster. Mono Schwarzes Land, Golgari Commander, Golgari Planeswalker. Ja, ich kann nichts mehr sagen. Sorry. Also, ja, ich glaube, ich bin durch für die Unboxing-Season. Oder? Lass mich mal überlegen. No, es gibt noch einen dritten Planeswalker. Oder? Ja, es gibt noch einen Planeswalker. Ja, muss jetzt aber nicht sein. Ist okay. Also, ich bin dann good to go. Leute, machen wir den Rest auf. Gucken wir mal. Ebene. Ja, der Master. Alles klar. Ganz entspannt. Ich meine, ich brauche jetzt auch einen Booster hier zum Runterkommen. Der Hund. Okay. Ja, nehmen wir. Cable Coffers. Super gut playable. Nehmen wir. Bone Shards. Schöne Karte. Oh, das ist wieder etched voll. Ja, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, ob man den Unterschied auch auf der Kamera sieht. Das ist ein sehr schönes Land. Top-Utility-Land. Zauberer, toller Tribe. Geht auf jeden Fall klar. Ja, okay. Nicht die stärkste Karte hier zum Abschluss. Ist okay. Leute, das Labor an Foil-Cable-Koffers, das ist auch ein wirklich gutes Land. Also, ja, das ist schon wieder mal viel mehr, als ich mir hier gewünscht habe. Leute, ich habe noch 5 Booster. Das geht. Ich meine, es ist ja auch wirklich teuer, aber ja, nehmen wir. Ich mache einfach weiter. Leute, ich mache einfach mal weiter. Der Blitz, okay. Ein Wald und Suspend. Ist okay. Kann man benutzen. Ist okay. So, ruhig bleiben. Ja, Urza-Saga, das ist ein ziemlich gutes Land. Oder Enchantment-Land in diesem Fall, die Saga. Oh ja, das ist eine sehr gute Modern-Karte. Ziemlich wertvoll. Nehmen wir. So, ist okay. Soulherder. Oh, das ist aber auch eine schöne Karte, muss ich sagen. Alter Flicker-Fan hier. Richtig gut. Betrayal. Ich dachte schon, noch eine Force of Negation. Ist okay. Moment, das ist ja eine Bribery. Mit Suspend 3 quasi. Oh, du kommst auf jeden Fall in ein Commander-Deck. 3 Runden warten, um irgendeinem Gegner in der Commander-Runde die beste Karte aus dem Deck zu klauen. Nehmen wir. Oh, voll Yavi Maya dahinter. Leute. Cool, dass ihr mir das hier ermöglicht. Macht richtig Bock. Macht richtig Bock, Urza-Saga. Yavi Maya in Foil. Boah, meine Sammlung wird explodieren, Leute. Dabei habe ich mal alles dabei hier. Oh, alles klar. Was haben wir noch? Noch ein Fetchland? Ich meine, ich glaube, da geht sogar noch was, oder? Jetzt mal so wirklich. Wobei, das war schon das eine Booster war. Das war richtig Premium. Alles klar. Das war nicht super heftig. Gehen wir mal weiter. Oh, der Delf-Drache. Den finde ich sehr gut. Den mag ich wirklich gerne. Tolle Karte. So im Mittelfeld. Richtig gut. Nehmen wir. Eine Agony. Ach, Urza, du kannst ja auch hier dabei sein. Leute, wird Urza noch gespielt? Ich meine, den sehe ich immer wieder mal in Turnierlisten. Ja, so ein Etched Foil. Ist das wieder Etched Foil? Ich glaube, ja. Etched Foil. Alter Frame. Urza. Okay. Ja. Also hier ist ja wirklich fast in jedem Booster eine wirklich gute Einzelkarte drin. Also jetzt gerade. Ist natürlich nicht garantiert, dass das immer so ist. Wow. Ja, gut, dass ich mir noch ein bisschen Glück für heute, für dieses Unboxing aufgehoben habe. Ich meine, gestern die Set-Booster, die waren nicht schlecht, aber das habe ich jetzt hier nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Oh, eine schöne Eichhörnchenkarte. Freue ich mich. Nehme ich. Leute, wie gesagt, ich bin durch. Eine Factory. Gut spielbar, nicht zu teuer, nicht zu preiswert.
Ist in Ordnung. Oh ja, der Knirps in Foil. Großartig. Scale up. Eine Sterling Grove. Schön. Fürs Enchantress-Deck ein schönes Upgrade. Ha, wobei, ich habe halt eine Non-Foil-Variante, die alte Variante quasi, das Original. Oh, schwer. Oh, ich meine, schadet nicht, ne? Schadet. Nein, ich will nicht mehr. Es reicht. Der Full-Art-Foil-Scalding-Tarn. Auch noch ein blaues Fetchland. Ich meine, die Sterling Grove hätte mir doch gereicht. Ich fragte, ist so alles gut? Ist so alles gut? Okay, nur voll Scalding-Tarn. Leute, die Ausbeute, die wird auf jeden Fall ordentlich. So, jetzt können wir auch komplett übertreiben. Komm, noch ein Voll-Fetchland. Machen wir einfach mal ein richtig krasses YouTube-Video draus. Für die Leute, die nicht so oft hier sind. Na, man muss ja mal hier was präsentieren, denke ich mir. So, was haben wir? Der Golf. Okay, nicht ganz. Ist in Ordnung. Die Hymne. Oh, das ist aber eine gute 2-Mana-Hymne, finde ich. Für ein monogrünes Deck, auch mit Token. Mal irgendwie 3 Spielsteine ins Spiel gebracht. Hellsicht 3 hinterher gemacht. Ja, ist okay. Ja. Ich kann nicht mehr reden. Persist. Nett. Oh, Klassiker. Oh, wie schön. Treasure Token dahinter. Leute, ich bin offiziell durch. Leute, das letzte Booster. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal gucken. Was haben wir gefunden? Zum Abschluss. Nochmal so ein Dreifach-Booster vielleicht. Nein. So. Ruhig. Reicht. So. Durchatmen. Chef's Kiss. Das ist nicht die krasseste Karte. Mir ist der Name noch nicht aufgefallen, dass das hier als Magic-Karte gibt. Kommt gut an der Stelle. Lustig. Sehr gut. Prodigy, hatten wir auch schon drüber geredet, nicht super stark. Ein Schembler, Foil Harvest, nochmal der Storm. Was haben wir? Oh, nochmal Foil Golgari Planeswalker für mich zum Abschluss. Ich kann die Karten schon gar nicht mehr festhalten. Schön, nochmal ein Foil und die Hall. Ja, direkt ein Upgrade für meinen Enchantress Deck. Kann man immer zocken, schönes Utility Land. Boah, schönes Abschlussbooster. Ja, Chef's Kiss von mir für dieses Unboxing, Leute. Ich sortiere das nochmal. Und hier nochmal die Ausbeute von heute. Leute, ich habe mal nur mit den Ländern angefangen. Ich glaube, die Auswahl hier war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe mich am Anfang noch über den Recruiter gefreut. Da war ich noch ganz unschuldig, wusste nicht, was ich hier in dem Booster-Unboxing alles aufmachen werde. Wir hatten den Foil Full Art Scalding Tarn, die Full Art Catacombs, eine Foil, alter Frame, Marsh Flats, eine Saga, Cable Coffers in Foil, nochmal Cable Coffers, Full Art, Yavimaya in Foil. Aber dann hatten wir ja noch die anderen Karten und das sind ja hier in Anführungsstrichen nur die Rare und Mythic Rare Karten. Wir hatten noch den Ragavan, allein dass da noch ein Ragavan mit dabei war. Also eine super krasse Auswahl. Recruiter konnte da wirklich nicht mehr mithalten. Viele spielbare Karten, aber wirklich insgesamt habe ich, glaube ich, ordentlich Glück gehabt. Die Länder haben das halt teilweise richtig nach oben gepusht. Wirklich ein heftiges Unboxing. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall fertig, Leute. Daumen, ihr kennt das Spiel an der Stelle. Ich kann euch wirklich nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.